Auch die Gäste angekommen in dieser Partie. Lukas Copardo mit einem ersten gefährlichen Abschluss. Markus Schöller aber. Renführer hatte nun Geschmack gefunden. Klasse Ball von Malik Tillman auf Oliver Batista-Meyer und der liegt nochmal quer zu Copardo. Eigenen Einwurf, ausgerechnet durch Kapitän Christoph Schulz. Copardo schaltet blitzschnell und bedient nach 22 Minuten Copardo mit der nächsten gefährlichen Aktion. Aber Schöller rettet im Verbund mit dem Pfosten. Halbzeitstand somit 1:2. 30. Minute findet die Flanke von Amindo Sieb den Kopf von Lukas Copardo. Der Ausgleich mehr oder minder aus dem Nichts. Die Münchner Youngsters mit Platz über rechts. Copardo legt zurück auf Christopher Scott, der den Angriff auch in die 70. Minute dann doch zur Entscheidung. Schön durchgesteckt von Malik Tillman auf den gerade Belagerungszustand des Gästestrafraums, aber Eyüp Aydin kann sich da nicht entscheiden, zunächst draußen zu lassen. Aber was macht er schon, wenn man einen Gabriel Vidovic in Ausnahmeform in seinen Reihen? Copardo, ebenfalls erst zarte 17 und Neffe von Salihamidzic, hätte hier durchaus das zweite nachlegen können. Ist eher ruhig. Bayern zunächst optisch überlegen, die Gefahr hielt sich aber stark in Grenzen. Wieder etwas mit und wie. In der 42. Minute zündet Lukas Copardo, dessen Vater Francisco ja eine Haching-Legende ist, den Turbo und seine butterweiche Flanke muss Jan Hermann nur noch. Und in der 64. Minute ist es wieder Sieb, seine Flanke erreicht Copardo und der Siegtorschütze vom Schalding-Heining spielt.